wünsche einen schönen guten Morgen allerseits. Danke fürs Dabeisein bei diesem letzten Workshop zur Workshop-Reihe Biomethan und Gasnet. Wir haben bereits vier Workshops dazu gehalten, von der Technik der Gasaufbereitungstechniken über das Gasnetz bis hin zu den Voraussetzungen zum Gasnetz etc. Und jetzt sozusagen der krönende Abschluss, die Herkunftsnachweise, ein Teil, der in dem Sinne sehr wichtig ist, weil man mit Herkunftsnachweise auch einigen Nachweise, erstens mal, dass man erneuerbare Energie produziert, aber in Zukunft auch, wie man es verwendet, was eingesetzt werden darf etc. mitgibt. Und Herkunftsnachweissystem ist in der erneuerbaren Richtlinie geregelt. Für uns, wie wir glauben, leider noch nicht so in der Form, wie wir es gerne hätten. Aber trotzdem ist einmal ein Beginn und wir haben seit 2012 in Österreich auch das Biomethanregister, das jetzt nicht direkt Herkunftsnachweise sind, sondern Nachweise. Aber trotzdem, beides möchten wir Ihnen heute in diesem letzten Workshop vorstellen. Ich würde Sie zu Beginn bitten, wiederum wie in den letzten Workshops, Ihre Mikrofone stumm zu schalten, das Video auszuschalten, außer bei den Referenten. Ist aus dem einfachen Grund, damit die Übertragungsleistung bei manchen nicht scheitert, so wie bei mir derzeit noch kurz vor dem Glasfasernetzausbau in meiner Gemeinde und daher habe ich manchmal sogar Probleme mit diesen Webtools. Sie finden weiter rechts unten im Balken, falls der Balken nicht erscheint, einfach mit dem Mauszeiger nach unten zu ziehen, dann müsste der Balken ebenfalls erscheinen. Sehen Sie auch die Chat-Funktion. Wir würden Sie wiederum bitten, dass Sie mögliche Fragen, die gerne gestellt werden dürfen, zuerst einmal in den Chat reinstellen und werden anschließend an die Referate eine Diskussionsmöglichkeit geben. Ja, was steht jetzt an? Oder vielleicht vorab noch, ich glaube, jeder wartet darauf, auf eine Ansage. Es hat gestern den entscheidenden Ministerrat gegeben, in dem das ERG-Paket beschlossen wurde. Es ist jetzt endlich soweit, dass das ERG-Paket damit vom Ministerium abgeschlossen wurde und an dem Ministerrat vorgelegt wurde. Der Ministerrat hat es beschlossen und jetzt ist es am Parlament. Die nächste Sitzung ist bereits in den nächsten Tagen. Dort wird das Parlament das vorgelegte Paket beschließen und dem zuständigen Ausschuss, dem Wirtschaftsausschuss, zuweisen. Da kommt es jetzt dann in weiterer Folge darauf an, ob noch ein weiterer Wirtschaftsausschuss eingebracht wird vor dem Juni, weil der originäre wäre erst im Juni, ist etwas spät. Wir gehen davon aus, dass dass ein zusätzlicher Wirtschaftsausschuss eingeschoben wird und das Paket im Parlament zügig beschlossen wird. Zum Paket selbst, wir sehen das ein bisschen mit einem gewissen Galgenhumor, auch wenn wir über manche Punkte sehr erfreut sind, so tut es uns doch sehr weh, dass man wesentliche Teile des Grüngaspaketes vor der Begutachtung bereits im Herbst des Vorjahres rausgenommen hat und nur mehr Teile davon reingenommen hat. Das Wichtigste, nämlich die Quotenregelung oder das Unterstützungssystem in Summe mit der Hochlaufkurve, derzeit noch nicht drin ist. Das Ziel ist, dass es nach wie vor, dass das Gesamtpaket, also mit Unterstützungssystem und Hochlaufkurve für die 5 Terawattstunden erneuerbares Gas bis zur Beschlussfassung noch nachgereicht wird und in das Paket eingepflegt wird. Aber jetzt zum heutigen Thema, zu den Herkunftsnachweisen. Es freut mich sehr, dass man im Florian Marco vom zuständigen Ministerium, Bundesministerium für Klimaschutz, Umwelt und Energie, als Referenten dabei haben für die Erklärung der rechtlichen, also für die rechtlichen Grundlagen zu den Herkunftsnachweissystemen. Er ist zuständig in der Sektion 6. Klima und Energie in der Abteilung 2 und die Abteilung 2 ist zuständig für die Grundsatzfragen der Energiewende, also genau richtig für dieses Thema und eine Schlüsselstelle in der zukünftigen Energiepolitik. Das zweite Referat wird das Biomethanregister austragen, die Stefanie Königsberger und der Andreas Wolf. Sie beide sind zuständig für das Biomethanregister.
das österreichische Biomethanregister. Dazu später. Wir beginnen jetzt einmal mit den rechtlichen Grundlagen und ich darf dich, Florian, bitten, um deine Ausführungen bitten. Ich werde meinen Bildschirm stoppen und du darfst übernehmen. So, schönen guten Morgen meinerseits. Ich hoffe, man kann mich hören. Ich hoffe, man kann meine Präsentation gut sehen. Ich sage auch einen schönen guten Morgen auch hier von Wien von meiner Seite aus. Ich sehe, dass hier diverse andere Teilnehmer auch ganz quer über Österreich verteilt sind. Franz Kirchmeier funkt gerade straight aus dem Alpenvorland zu uns. Vielen Dank, Franz, nochmal auch fürs Intro. Auch zum ERG, das sind auch die Worte, die ich eigentlich ursprünglich jetzt erfinden wollte. Ich glaube, es ist einfach sehr, sehr relevant, dass man diese aktuellen Entwicklungen jetzt einmal gut framed. Was ist meine Rolle in dem Ganzen? Ich bin zuständig für erneuerbare Gaspolitiken und die Ausgestaltung des Anreizsystems für erneuerbare Gase und habe deswegen auch hier gute Insights, beziehungsweise kann Ihnen die aktuellen Entwicklungen jetzt für erneuerbare Gase und Herkunftsnachweissysteme beziehungsweise allgemein Nachweissysteme im ERG und darüber hinaus geplante Systematiken auf europäischer Ebene und Entwicklungen dann, glaube ich, eine gute Einsicht geben und möchte das Ganze nochmal kurz framen, warum, weil es ist de facto nicht nur ein Herkunftsnachweissystem, was implementiert wird, aber dafür möchte ich kurz den Rahmen setzen. Franz Kirchmeier hat vorher das schon gut beschrieben. Wir wissen, dass das Regierungsziel besteht aus 5 Terawattstunden erneuerbarer Gasproduktion im Jahr 2030. Entsprechend müssen wir auch eine Hochlaufkurve sicherstellen, um das zu erreichen. Relevant hier ist, dass der Großteil davon, auch gemäß diverser einschlägigen Studien, hier von Biogas- bzw. jetzt Biogasverstromungsanlagen, die übergeführt werden zur Biomethaneinspeisung, aufgebracht wird, beziehungsweise auch neue Biomethananlagen. Aber der Biomethananteil dieser Zielerreichung ist, natürlich kennen die diversen Anteile noch prozentuell schwanken, sondern das ist einfach tentativ geschätzt aufhand der Studienergebnisse, aber es ist sicher, dass auch der Wasserstoffanteil noch ein relativ geringer ist für diese Produktionskapazitäten für 2030, auch wenn Sie jetzt hören, dass Wasserstoff ein Teil wie des ERGs ist, was uns sehr freut. Dies ist nämlich auch ein Teil unserer Agenten. Jedoch heißt das nicht, dass die Signifikanz für Biogas oder Biomethan jetzt für die 2030er-Pläne geschwedert sind. Ja. Hier ist auch noch mal ein bisschen anzudeuten, auch das wird gerade vorher schon genannt, ja, warum wir diese unterschiedlichen Nachweissysteme jetzt im ERG starten zu implementieren. Also das ist wichtig zu wissen, die Nachweissysteme, auch wenn dieses Grüngaspaket jetzt im ERG erst Nachgang findet, ja, werden bereits jetzt mit dem ERG implementiert. Ja. Und Ziel ist, ein Anreizsystem zu implementieren, beziehungsweise ein Anreizsystem rechtlich zu verankern, das auf der Basis einer Quotenverpflichtung für Versorger besteht. Ja. Das heißt, der Gasversorger muss einen gewissen Anteil erneuerbaren Gas absetzen pro Jahr und sich da von Produzenten diese erneuerbaren Gase abkaufen und damit eindecken, und damit ist quasi ein Demand-Seite-Nachfrage-Pool gemeint. Ja. Wichtig ist nämlich auch, damit wir hier die nationale Produktion sicherstellen, ja, haben wir schon europarechtlich abgeklärt, mit der Kommission gesprochen. Wir wollen rein Gas, das in Österreich produziert wurde und nachhaltig produziert wurde, hier auf diese Quote anrechnen lassen, ja, damit wir auch einen gesamt ökologisch effizienten und auch einen wirtschaftsstandortlich relevanten hier Faktor und Input fürs Energiesystem leisten. Ja. Und eins dieser Main Points für das Nachweissystem selbst sind das Herkunftsnachweissystem selbst, beziehungsweise Herkunftsnachweise according to der Erneuerbaren Richtlinie 2, dann neu einzuführte Grüngaszertifikate und das sogenannte Grüngassiegel. Diese drei Systeme werde ich jetzt konkreter vorstellen. Ja. Und wichtig hier ist ein zentrales Register, das eingeführt wird bei der Regulierungsbehörde. Ja. In diesem Register werden diese Systeme quasi fusioniert, werden interagiert, ja, und sind die quasi die gemeinsame Anlaufstelle für das System. Was ist dieses Register? Welche Daten werden dort jetzt auch gesammelt werden zukünftig?
hier Auszug, also ich habe das noch zur Information, das sind auch die Erfordernisse, die im ERG drinnen stehen, da jetzt dieser Begutachtungsentwurf bzw. Begutachtungsentwurf abgeschlossen, aber der parlamentarische Prozess gestartet haben, können Sie das auch im parlamentarischen Entwurf des ERGs jetzt nachlesen. Ja. Was soll in so einem Anlagenregister drinnen stehen? Sind für Daten zu melden? Natürlich Anlagenbetreiber und Anlagenbezeichnung, Standort der Anlage, Art der Anlage, Engpassleistung, Zählpunktnummer. Für Förder haben wir auch noch die Bezeichnung natürlich des Netzbetreibers, wenn das jetzt Gas in öffentliche Netze einspeist, was für generell, sage ich mal, Biomethan-Einspeisung ein relevanter Faktor ist, beziehungsweise auch der Hauptkern ist. Ja. Natürlich die Menge der Energie, die eingesetzten Energieträger und auch die eingesetzten Rohstoffe, Art und Umfang von Beihilfen. Ja. Das sind auch hier Auflagen, die auf europarechtlichen Fuß hier mit eingebracht wurden, Art und Umfang weiterer Förderungen. Datum natürlich der Inbetriebnahme oder falls Datum der Ausbetriebnahme. Das sind quasi die Stammdaten, ja, die eingemeldet werden müssen. Können durch den Anlagenbetreiber selbst eingemeldet werden oder durch einen von dem Anlagenbetreiber bevollmächtigten Dritten. Ja. Das heißt nicht, dass der Anlagenbetreiber selbst sich auch bei der Regulierungsbehörde mit diesen Daten melden muss. Dafür kann auch beispielsweise ein Netzbetreiber oder in weiterer Folge auch die Stammdaten, da werden die Kollegen von der AGCS nachher später auch drauf kommen. Beziehungsweise jetzt noch erwähnen kann, man kann auch hier einen Standortdatentransfer durch den Bilanzgruppenkoordinator veranlassen. Was zeigt dieses Nachweissystem für erneuerbare Gase mit der Einklang mit der erneuerbaren Richtlinie 2 jetzt auf und was sind die Anforderungen? Also nur als Information, diese Herkunftsnachweise fußen auf europarechtlicher Basis. Und es ist daher der Ausgestaltungsspielraum nur begrenzt. Ja. Thema jetzt auch zum Beispiel Gültigkeit. Also wofür sind laut der momentanen Ausgestaltung diese Nachweise gültig? Für ins öffentliche Gasnetz eingespeiste erneuerbare Gase. Das heißt, es ist momentan net grid-bound. Ja. Die Registrierung muss circa ab Inkrafttreten des ERGs 3 Monate danach erfolgen. Ja, also wie gesagt, zur Registrierung der Anlage selber für die Generierung der Herkunftsnachweise. Die Herkunftsnachweise sind maximal 12 Monate gültig. Hier hatten wir viele Diskussionen, die sind aber europarechtlich vorgegeben. Ja, auch die Speicherbarkeit von Gas hat in diesem Sinne keinen Einfluss darauf für die Gültigkeit der Herkunftsnachweise. Ja. Wir sind momentan in einem sehr, sehr fluiden und volatilen Prozess, da dieses Herkunftsnachweissystem kontinuierlich weiterentwickelt wird. Die zugrunde liegenden europarechtlichen Standards werden gerade überarbeitet. Dementsprechend haben wir auch eine Verordnungsermächtigung des BMK für weitere Spezifikationen. Ich werde am Ende Ihnen noch einen kurzen Ausblick geben, was sich alles entwickeln kann, ja, um da flexibel darauf zu reagieren. Das ist quasi ein Regulierungsapproach, den wir dann wählen müssen, der im Progress andauernd ist, um hier zu den neuesten Entwicklungen das System anzupassen. Zu den Stammdaten hierfür habe ich es bereits genannt. Beispielsweise geht das über den Übertrag vom Biomethanregister vom AGCS, das heißt dieser Register-Switch, ja, für die Generierung von erneuerbaren Herkunftsnachweisen gemäß der erneuerbaren Richtlinie, ja, können auch durch die Einbeziehung der Daten, die jetzt bereits im Biomethanregister gemacht werden, auch vollzogen werden. Ja. Und die laufenden Daten können ebenso von einem Anlagenbevollmächtigten, also einen Netzbetreiber oder Bilanzgruppenkoordinator, auch weitergemeldet werden an dieses System. Das heißt, nicht der Anlagenbetreiber muss dann dauernd die Daten in dem Fall kontinuierlich melden, um sich Herkunftsnachweise ausstellen zu lassen. Ja. Dann gibt es ein zweites Novum und damit greifen wir Diskussionen auf europäischer Ebene vor. Das ist keine europarechtliche Verpflichtung. Aber wir sehen das und ich sehe das auch als Notwendigkeit des Quotensystems, dass gewisse erneuerbare Gase, und ich weiß, das ist bei Biogas oder bei Biomethan auch ein Thema, aber wahrscheinlich für Wasserstoff ein größeres Thema auch, ja, weil da eine Einspeisung ins Gasnetz nicht immer erstens ökonomisch, zweitens technisch sinnvoll ist, ja, dass wir auch Off-Grid-Anlagen mitdenken. Ja. Das heißt, wir werden das ein erstes System aufbauen, ja, das sogenannte Grüngaszertifikatsystem, ja, das nachweist, ja, dass Produktion off-grid ohne einzuspeisen erfolgt, ja, und quasi auch verbraucht wird. Dieses System ist auch in der Regulierungsbehörden Datenbank verankert, ja. Und es wird in dem Fall, weil es natürlich keinen Anschluss an ein öffentliches Netz gibt, über ein intelligentes Messgerät. Da gibt es Vorschriften gemäß GWG, ja, erhoben,
was die laufenden Daten sind, was die Produktions- und Abgabedaten sind, die können einmal jährlich dort eingemeldet werden. Wofür kann man das verwenden? Diese Grünzertifikate, Nummer eins natürlich, wir wollen im Quotensystem nicht nur leitungsbasierte Anlagen für die Produktion von erneuerbaren Gasen mitnehmen, ja, sondern auch Off-Grid. Nummer zwei, auch für diverse Firmenreports, Nachhaltigkeitsreports, haben wir damit jetzt ein Nachweissystem implementiert, ja, das auch erklären kann bzw. nachweisen kann, dass diese Gase erneuerbar und nachhaltig sind. Der Hintergrund ist dessen, auf europäischer Ebene gibt es so etwas noch nicht. Es wird aber in diese Richtung angedacht und jetzt im Aufguss und im ersten Zuge des ERGs, ja, wollten wir da schon mal damit gehen, weil bis die finale Ausgestaltung eines Off-Grid-Systems da ist, wird es sicherlich noch eine Weile dauern. Ja. Was ist auf so einem Ausweis für grünen Gaszertifikate und Herkunftsnachweisen zu lesen? Die sind relativ ident in den Daten, die sie beinhalten müssen. Natürlich die Menge der erzeugten Energie, Art des Energieträgers, nochmal Informationen zur Anlage, Art und Engpassleistung, wann, wo, wie wurde der Energieträger erzeugt, was für Energieträger wurden eingesetzt, das heißt, welche Ressourcen, ja, hat diese Anlage Investitionsbeihilfen erfahren, wurden andere Förderungen angewandt, ja, wann wurde die Anlage wieder in Betrieb genommen und natürlich Ausstellungsdatum vom jeweiligen Camp, vom jeweiligen Herkunftsnachweis und last but not least, wenn er ein sogenanntes Grüngas-Siegel besitzt, ja, wird das auch auf diesen zwei Nachweissystemen ausgewiesen. Und was das ist, da gebe ich Ihnen jetzt auch noch einen kurzen Input dazu. Und zwar, das ist ein besonderes Attribut, das eine essentielle Rolle in Zukunft im erneuerbaren Gasfördersystem spielen wird. Zur Information, weitere Angaben sind immer auch möglich. Das sind die Mindestanforderungen, die auch gemäß der Europäischen Union gesetzt werden, der erneuerbaren Richtlinie. Ja. Das heißt, da, es ist nicht nur auf diese Angaben beschränkt. Man könnte theoretisch dann auch die Liste erweitern. Ja. Was ist das Grüngassiegel? Prinzipiell habe ich Ihnen erklärt vorher, dass es unser Wille ist und unser Ziel ist, dass wir erneuerbare Gase aus Österreich hier forcieren und auch erneuerbare Gase in Österreich beanreizen. Ja. Dementsprechend haben wir dieses Attribut des Grüngassiegels jetzt geplant, ja, das bestätigt, dass die Produktion von Gas, von erneuerbarem Gas, ja, hier auf das österreichische Erneuerbaren-Ziel angerechnet werden kann. Was heißt das? Ja, das heißt, in dem Fall müssen Nachhaltigkeits- und Treibhausgasreduktionskriterien erfüllt sein, ja, und gleichzeitig auch zu dem größten Teil, die national produziert werden. Ja. Es gibt natürlich zukünftig hier auch noch jetzt Entwicklungen, dass das auf europäischer Ebene forciert wird, dass da mehrere Austausche sind und dass das auch gemäß jetzt des europäischen Gedankens andere Anrechnungssysteme geben wird. Aber aus aktueller Sicht wird zumindest der signifikante Anteil und der signifikante Prozess der erneuerbaren Zielerreichung, ja, bis 2030 hier auf nationaler Basis sitzen. Ja. Also dieser Nachweis, ja, wird zukünftig, dieser Nachweis bzw. dieses Attribut wird dann zu den Herkunftsnachweisen, wenn die jeweilig das auch können und wenn sie das auch bestätigen, mit angeführt und oder auch am Grünzertifikat angeführt. Und nur Grünzertifikate, das heißt diese Off-Grid-Nachweise oder die Herkunftsnachweise mit Grüngassiegel jeweils, ja, können auch dann auf die Quote für den Versorger angerechnet werden. Das heißt, das ist, hier ist es uns wichtig, dass nämlich nicht für so eine Quotenregelung dann ein reines Zertifikatesystem, welches auch von Zertifikaten aus dem Ausland quasi mitgeschwemmt werden könnte, ja, eingeführt wird. Das hätte am Ende keinen Gesamtnutzen für Energiesystem. So, und da ist es uns wichtig und da ist auch unsere Sicherstellung, dass diese Gase wirklich heimisch produziert werden, ja, und hier auch eine Abnahmegarantie ist. Und daher ist das relevant für das ganze System, das jetzt auf das erneuerbare Gasforcierungsanreiz Mechanismus hier auf den erneuerbaren Gasanreizmechanismus, ja, hier quasi aufbaut. Ja. Das Prozedere, wie das überprüft wird, ja, ist momentan in Ausgestaltung. Die Regulierungsbehörde ist jetzt damit beauftragt worden, ja, beziehungsweise indirekt auch durch das ERG, sie wissen davon Bescheid. Ja. Es wird durch dritte Zertifizierungsstellen sehr wahrscheinlich einfach durchgeführt werden, ist aber, sage ich, in den nächsten Monaten auch etwas, was
Sie natürlich an der ganzen Branche und auch Ihnen über den Kompost- und Biogasverband bei den Entwicklungen und wie dann diese Ausgestaltung ist, wie das überwacht wird und wie das implementiert wird, natürlich an Informationen zukommen lassen werden. Ja. So, dass Sie es nochmal vielleicht ein bisschen grafischer sehen, also quasi diese zwei Systeme wird es geben, Herkunftsnachweis auf der einen Seite und unten Grünzertifikat. Herkunftsnachweise für erneuerbare Gase sind quasi meistens gridbound, ja, beziehungsweise aktuell nur gridbound, das heißt eingespeist ins Gasnetz, und Grünzertifikate, das gleiche System, nur für Off-Grid. Unterschiedlich ist natürlich, dass diese Off-Grid-Zertifikate, und da habe ich mich vorher, habe ich es vorher vielleicht nicht genannt, ja, nicht handelbar sind, weil zukünftig wollen wir das natürlich, ja. Wir warten hier aber noch auf eine einheitliche europäische Regelung. Hier gibt es noch sehr viel Überschneidung mit anderen Energiesystemen, wie beispielsweise dem Verkehrssektor, wo wir Bedacht nehmen müssen, dass hier keine zu großen Überschneidungen sind. Und hier warten wir einfach auf einen gemeinsamheitlichen europäischen Aufguss und möchten aber hier mal vorgreifen und schon mal diese Basics auch mal implementieren. Und abhängig wovon, Herkunftsnachweis oder Grünzertifikat, hat dann dieses quasi Siegel, wenn es erneuerbar produziert ist, entweder am Herkunftsnachweis oder am Grünzertifikat, ja, und nur Herkunftsnachweis und diesen Grüngassiegel oder Grünzertifikat mit diesem Siegel sind auf die Quote dann anrechenbar und beweisen, dass das Gas quasi nachhaltig erneuerbar und in Österreich produziert wurde. Ja. Kurze Timeline, was kann passieren, weil ich gesagt habe vorher, es ist ein relativ fluider Prozess. Ich hoffe, dass das ERG jetzt in der parlamentarischen Verhandlung mit Ende Quartal 2021 in Kraft tritt. Ja. Das ist aber noch nicht das Ende, zumindest dieser Herkunftsnachweis-Thematik. Ja. Wir warten noch auf weitere delegierte Rechtsakte aus dem erneuerbaren Prozess der erneuerbaren Richtlinie. Da muss die Kommission noch gewisse Klarstellungen für Anrechnungen auch bezüglich Nachhaltigkeits- und Treibhausgaseinsparungskriterien setzen. Ja. Das heißt, hier kann im Nachhinein noch Adaptionsbedarf bestehen und besteht im Nachhinein Adaptionsbedarf. Ja. Zeitgleich wird auch dieser zugrunde liegende Standard überarbeitet, der Standard für Herkunftsnachweise allgemein, ja, der auch die Maßgabe ist, wie diese Herkunftsnachweise auch gehandhabt werden sollen und Best Practice quasi sind. Ja. Das heißt, daher brauchen wir noch eine gewisse Flexibilität und da haben wir uns für eine ERG eine Verordnungsermächtigung installiert, wo wir weitere Spezifizierungen zu dem System implementieren können, ja, wenn sich hier auf europäischer Ebene Neues tut. Wie gesagt, ist nicht das präferierte System. Natürlich hätte man lieber gerne ein komplett ausgestaltetes, auf dem man aufbauen kann, aber in diesem Bereich tut sich halt gerade sehr, sehr viel und dann wollen wir halt aktuell dazu möglichst schnell reagieren können und das System ausgestalten können, wie es die europäische Maßgabe ist. Ja. Weiters können noch und werden ja im nächsten Jahr, abhängig davon, wann das ERG in Kraft tritt, noch weitere Spezifizierungen auch noch natürlich antizipiert werden können, da die Erneuerbaren-Richtlinie auch wieder überarbeitet wird jetzt im Zuge des erhöhten Zielerreichungsambitionsniveaus ja, für 2030 der Europäischen Kommission. So heißt, ist es quasi garantiert, dass dieser Nachweisprozess auch noch weiter und länger im Fluss ist. Und durch diese Tools möchte ich Ihnen nur darstellen, gibt es hier noch einige Entwicklungen. Ja, und daher kann man nicht ein hundertprozentig quasi jetzt eingetaktetes fixes System hier schon präsentieren, dass für die nächsten 5 Jahre unverändert gültig sein wird. Also wird das spannende Thematik sein, spannende Thematik bleiben und es wird hier definitiv auch weitere interessante Entwicklungen geben, auf die wir natürlich aktuell reagieren und auch rechtlich aktuell reagieren durch diverse Verordnungsermächtigungen, die wir für die Anpassungen dessen im ERG jetzt implementiert haben. Ja. Ich hoffe, ich habe Ihnen einen guten Überblick geben können. Ich bin gerne bereit, noch weitere Fragen hier zu beantworten. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit und ich bin auch gespannt auf die Diskussion.